unsere Zuschnitte sind nun fertig, kommen wir zum Schweißen. Bevor wir schweißen können, müssen wir unsere Schweißnähte erstmal vorbereiten. Wir haben hier 12 mm starkes Material, das können wir nicht einfach so blank miteinander verschweißen, das funktioniert nicht. Da müssen wir erstmal beide Seiten der Schweißnähte ca. 30 Grad anfasen, damit die Schweißnaht auch ordentlich in das Material eindringen kann und auch eine vernünftige Verbindung entstehen kann. Das machen wir jetzt mal. Ich spanne dazu meine Materialien erstmal wieder gut auf. So, ich habe jetzt mein Werkstück mit einer Schraubzwinge festgespannt. Jetzt nehme ich einen Winkelschleifer und schleife auf beiden Seiten meine Schweißfuge an das Werkstück an. Circa 30 Grad. Zweite Seite haben wir auch geschliffen und in der Mitte steht ein kleiner Steg. Wenn wir das jetzt hier in dem anderen Teil zusammenlegen, haben wir dann eine schöne Fuge, wo wir unsere Schweißnaht einlegen können. Und das wiederholen wir jetzt an allen unseren Einzelteilen. So, jetzt haben wir unsere Nahtvorbereitungsarbeiten an allen Teilen beendet. Wir haben alle Teile angeschliffen. Alle Teile von Rost entfernt. Die Schweißkanten sind alle sauber, fettfrei. Kommen wir zum Schweißen. Beim Schweißen gibt es mehrere Methoden. Zum einen die Methode E-Hand. Die bevorzuge ich gerne, wenn ich draußen schweiße oder wenn ich nicht diese umständliche Technik mir rumzerren will, Gasflaschen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine sehr einfache Art des Schweißens. Und eine sehr robuste Art des Schweißens, die eigentlich fast überall funktioniert. Dann gibt es die Methode WIG-Schweißen, Wolfram-Inertgas-Schweißen. Bei diesem Schweißverfahren benötige ich ein inaktives Gas, meistens Argon. Beim WIG-Schweißen wird mit einer nicht abschmelzenden Wolfram-Elektrode gearbeitet, die kurz über das Werkstück gehalten wird, dann wird eine Zündung indiziert und dann zieht sich ein Lichtbogen von der nicht abschmelzenden Elektrode auf das Werkstück und dann kann man mit Zusatzwerkstoff halt wie beim altbekannten Gasschweißen arbeiten. Diese Methode benutze ich lieber bei dünneren Blechen oder feineren Arbeiten. Und dann gibt es die wahrscheinlich am häufigsten angewendete Methode, die MAG-Schweißmethode. MAG ist Metallaktivgasschweißen. Es kommt eine Art aktives Gas hier raus. In diesem Fall benutze ich ein CO2-Argon-Gemisch, CO2-18, der Rest Argon. Diese Methode ist mit die effektivste oder schnellste, auch besonders in Werkstätten, sehr gut geeignet. Draußen ist die Methode WIG und MAG nicht so geeignet. Wenn Wind kommt, bläst einen das Gas weg und das Schweißgut bekommt dann Sauerstoff ab und blüht dann quasi auf, das wird zerstört. Ist also ungünstig. Aber in Werkstätten ist die MAG und WEG-Methode mit die effektivste und schnellste und wahrscheinlich mit auch die günstigsten Methoden. Ich werde hier mal jetzt die MAG und die E-Hand-Methode verwenden. Nur mal zu demonstrieren, wie beides funktioniert. Also legen wir mal los, reiben wir mal unsere Wangen vor und schweißen wir mal. So, jetzt habe ich mein Werkstück gut festgespannt, habe alle meine Maße überprüft, meine Winkel überprüft. Also liegt jetzt alles so, wie es sein muss. Beginne ich jetzt erstmal und hefte alle beide Wangen. Das Heften dient dazu, dass die Wangen ihre Position behalten und beim Schweißen sich nicht arg zu stark verziehen. Also hefte ich jetzt erstmal alle beide Wangen und dann schweiße ich. So, jetzt haben wir unser Werkstück aufgespannt. Ordentlich gesichert mit Schraubzwingen. Jetzt kommen wir zum Heften. Das Heften dient jetzt dazu, dass sich das Werkstück beim Schweißen nicht allzu stark verzieht. Also hefte ich jetzt erstmal die eine Wange. Wenn ich das gemacht habe, hefte ich die zweite Wange und dann kommen wir zum Schweißen. Ich gucke nochmal ganz schnell, ob die Winkel hinhauen.
Das werde ich mal heften. Ich hefte zuallererst hier oben auf der Spitze, dann hefte ich hier unten in der Wange und dann setze ich noch einige Hefter hier in die Schweißnaht rein, weil ich von der Gegenseite anfange zu schweißen, damit sich das nicht arg zu sehr in diese Richtung verzieht. Man sollte immer an der Spitze anfangen zu heften, weil in der Wange der Schweißpunkt oder der Heftpunkt zieht mehr als auf der Spitze. Und dann würde euch das Werkzeug gegebenenfalls zuziehen, das wollen wir ja nicht. Also setze ich erstmal hier oben einen Hefter. Dann setze ich hier unten ein. Und dann noch einige in der Schweißnaht. So, da die zweite Wange vom Maß und von dem Winkel identisch ist wie die erste Wange, mache ich jetzt Folgendes. Ich spanne einfach die zweite Wange auf die erste Wange auf und hefte sie auch. Somit erspare ich mir das Messen nochmal und stelle damit sicher, dass die zweite Wange genauso groß ist wie die erste Wange. So, fertig geheftet. Kommen wir zum Schweißen.